Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kanal. Ich bin heute zu Gast in der Nähe von Dresden bei Maro Aquakultur. Und das ist der Daniel. Und der erzählt euch mal, was hier so abgeht. Hallo, genau. Ich bin der Daniel. Ich habe vor 12 Jahren die Firma gegründet. Damals noch in der Nähe von Mannheim in einer Garage in meinem Wohnhaus. Wir haben aus langjähriger Fischerfahrung und auch im Handel letztendlich eine Korallenfischzucht gegründet mit dem Schwerpunkt Anemonenfische. Hatten dann einen Wechsel des Standorts. 2017 sind wir in die Nähe von Dresden gezogen, einfach um ein bisschen mehr Platz zu haben und das Ganze auszuweiten, auch aus familiären Gründen. Und haben dann hier eine neue Zuchtstation aufgebaut mit etwa 400 Aquarien und haben da verschiedene Arten Meerwasserfische gezüchtet. Halt die Anemonenfische, verschiedene Grundeln, wir hatten Seepferdchen, Seenadeln, verschiedene Garnelen und Schnecken. Jetzt nach 12 Jahren, leider aus schweren Herzens- und gesundheitlichen Gründen, habe ich die Meerwasserfischzucht aufgegeben. Wir sehen gleich noch ein paar Bestandteile von unserer Anlage, noch Reste, die noch da sind. Vor etwa 1,5-2 Jahren sind wir schon mit Überlegungen gewesen, was wir mit unserem ganzen Abwasser, was wir für die Meerwasserherstellung haben oder was wir dafür brauchen, das Wasser, was aus der Osmoseanlage hinten rauskommt, was wir damit machen. Das waren damals etwa 180.000 Liter im Jahr, die wir in den Garten geleitet haben. Genau, wir haben halt überlegt, was wir damit machen können, Sinnvolles. Und haben dann ein paar Wasseranalysen machen lassen und festgestellt, dass das so gut ist, dass wir damit idealerweise lebendgebärende Zahnkarpfen, vor allem Guppies, gut züchten können. Und haben dies dann halt als zweites Standbein auch mit aufgenommen. Daraus ist vor einem Jahr der Guppi-Tempel entstanden, ein Online-Shop für Endverbraucher, wo wir dann unsere tollen Guppies, die wir hier in Deutschland gezüchtet haben, ohne Wasserzusätze, bei normalen Temperaturen auch dem engagierten Aquarianer halt anbieten können. Das sehen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ja, cool. Ich würde sagen, Guppi-Tempel, blende ich euch mal hier unten ein, seht ihr auch in der Videobeschreibung nochmal, könnt ihr mal nachschauen. Und wir schauen uns jetzt mal deine Restbestände von der Meerwasserzucht an, oder? Genau. Wir haben halt hier an unserem Standort insgesamt 4 Kreislaufanlagen gehabt, das mit jeweils etwa 100 Becken, wo wir die einzelnen Fischarten getrennt voneinander aufgezogen haben. Wir sehen jetzt hier noch die letzte Anlage, wo noch unsere Anemonenfische da sind, die Restbestände und auch die Zuchttiere. Die Anlagen waren so aufgebaut, dass das gesamte Wasser halt in einem zentralen Filtersystem aufbereitet wird, mit UV-Anlagen, mit Abschäumern, mit einem Wärmetauscher, der das Wasser auf Temperatur bringt. Also sehr energetisch auch gesehen, dass wir nicht die Räume heizen, sondern das Wasser. In den 3-etagischen Systemen haben wir ganz oben unsere Zuchttiere immer untergebracht, aus dem Grund, dass die die meiste Ruhe halt haben. Die wurden dadurch am wenigsten gestört, weil wir in den unteren 2 Etagen halt tagtäglich die Pflegearbeiten an den Larven und an den Jungfischen durchgeführt haben. Und oben die Zuchttiere ihre Ruhe hatten, sich aufeinander zu konzentrieren, ihre Eier zu legen, ihre Brutpflege durchzuführen und letztendlich den wenigsten Stress für die Tiere hatten. Ich sehe jetzt nur gerade als Meerwasserlaie mehr oder weniger, da sind jetzt gar keine Anemonen drin. Richtig, genau. Also der Anemonenfisch an sich lebt in der Natur zwar in einer Anemone, ist aber so tolerant, dass er sich auch Ersatzbehausungen sucht und aus Pflegegründen und Gründen der Sicherheit auch der Anemonen haben wir keine Anemonen eingesetzt. Anemonen sind halt Tiere, die auch gerne wandern und dann sich auch oben an die Ablaufrohre setzen, durch ihren Körperbau auch dadurch angesogen werden unter Umständen und halt dabei kaputt gehen. Und es macht halt auch die Pflegearbeit für die Fische, für unsere Mitarbeiter und für uns auch selber viel, viel einfacher, wenn keine Anemone da ist. Heißt aber nicht, dass der nachgezogene Anemonenfisch nicht in eine Anemone geht. Es ist ein mehr oder weniger angeborener Instinkt und wenn man die Jungfische im Aquarium richtig einsetzt, also sprich, denen einen kleinen Schubs gibt in Richtung Anemone, gewöhnen die sich auch sofort wieder an die Anemone.
Okay. Wir nutzen halt hier halbe Blumentöpfe als Laichsubstrat und als Wohnhöhle für die Zuchttiere, was zu mehr oder weniger 100% auch immer angenommen wird. Also die Tiere legen ihre Eier tatsächlich entweder in den Blumentopf oder auf den Blumentopf, ganz, ganz selten mal an die Scheibe. Das zeigt auch im Nachgang oder auch in der ganzen Zeit, in den 12 Jahren, dass dieser Weg für die Fische auch ein guter ist. Wenn sie das nicht akzeptieren würden, gäbe es auch keine Nachzucht. Jetzt mal eine Frage, genau. Wie viele Larven oder wie viele Eier legt so ein Anemonenfisch? Also wie lange dauert es, bis die von der Larve bis zum Fisch sind? Das ist unterschiedlich von Art zu Art. Wir haben uns auf die gängigsten zwei Arten für die Aquarienhaltung spezialisiert. Das ist der normale Clownfisch und der falsche, also Amphipnon ocellaris und Amphipnon pergola. Die Tiere werden im Schnitt so, die Männchen 5 cm, die Weibchen bis zu 10, 11 cm groß. Die legen durchschnittlich zwischen 200 und 500 Eier. Bei unserem Verfahren, wie wir es hier angewendet haben, bei der Larvensammlung, haben wir im Schnitt pro Gelege etwa 250 Larven gehabt, von denen am Ende knapp 200 Jungfische entstanden sind. Also eine sehr, sehr gute Quote. Lag daran, dass wir die Eier bis zum Schluss bei den Eltern belassen haben. Die helfen den Larven beim Schlupf bei vollkommener Dunkelheit. Und wir erst am Morgen, kurz bevor das Licht angegangen ist, die Larven abgesammelt haben und dann in ein spezielles Aufzuchtbecken überführt haben. Die Larvendauer bei den Fischen beträgt etwa 12 Tage. Das heißt also, der Fisch ist noch kein Fisch, sondern tatsächlich eine Larve, schwimmt unkontrolliert im freien Wasser, hat nur die Brustflossen und die Schwanzflosse, ist etwa 3,5 mm groß oder klein, wurde bei uns in einem sogenannten Grünwasserverfahren aufgezogen. Das heißt, das Larvenbecken wurde mit einer lebenden Mikroalge versetzt, was zwei entscheidende, für die Aufzucht entscheidende Komponenten beinhaltet. Das heißt, zum einen wird Licht, was wir brauchen, für den normalen Tageszyklus wird reduziert, dass die Larven weniger Stress haben und sich frei in der Wassersäule bewegen können. Und zum Zweiten fressen die Mikroalgen die Sachen, die hinten aus dem Fisch wieder rauskommen oder aus der Larve, verstoffwechseln also Stickstoffverbindungen wie Nitrit und Nitrat. Somit wird automatisch auch gleichzeitig das Wasser in optimalen Bedingungen gehalten. Die Larven von den Anemonenfischen haben vom ersten Tag an winzig kleine Artemia-Nauplien bekommen. Speziell ausgesiebte Sorten, die sehr, sehr klein sind, beim Schlupf etwa 450 Mikrometer. Und fressen die vom ersten Tag an und wurden bei uns dann ab dem 5. Tag mit Staubfutter zusätzlich. Und in dem Moment, wo die Metamorphose stattgefunden hat, also sprich aus der Larve ein Fisch geworden ist, der dem Elterntier schon sehr, sehr ähnlich sieht, Körperzeichnung, Körperfarbe und das Verhalten der Tiere, also substratorientierte Lebensweise, ja letztendlich erreicht hat. Ab dem Moment hat er alles Futter bekommen, was auch die alten, die erwachsenen Tiere bekommen und wird in den Kreislauf angeschlossen, sprich also schwimmt dann auch ab dem Moment im klaren Wasser. Die Aufzucht von den Fischen, die sind in dem Moment dann etwa 10 mm groß, bis zur Verkaufsgröße von 3 bis 3,5 cm dauert dann noch etwa 10 bis 12 Wochen. Okay, geht aber trotzdem relativ schnell eigentlich. Das geht für Meerwasserfische relativ schnell, ist halt dahingehend geschuldet, dass in der Natur halt sehr, sehr viele Fressfeinde lauern und die relativ schnell sich irgendwo eine Anemone suchen müssen und eine gewisse Größe erreichen, dass sie halt auch nicht mehr gefressen werden. Wie sieht es mit den Elterntieren aus? Fressen die Larven dann eigentlich oder gehen die dann nicht dran? Genau, also in dem Moment, wo die Larven geschlüpft sind, stellen die für die Elterntiere Futter dar. Okay. Das heißt also eine Brutpflege, wie man es bei Süßwasserbarschen kennt, bei verschiedenen Arten gibt es im Meerwasser in dieser Form nicht, zumindest nicht bei den Anemonenfischen. Okay, ja krass. Du hast ja noch ein paar andere Fische sitzen. Ich sehe hier, was sind das? Ich kenne mich mit Meerwasser überhaupt genau. Nicht aus. Deswegen. Also wir haben hier noch Zwergbarsche, die haben wir auch früher in einer anderen Anlage gezogen. Das sind jetzt noch Restzuchttiere, die wir jetzt noch vermitteln. Genau, die
haben ein ähnliches, von der Aufzucht sind sie sehr, sehr ähnlich, legen allerdings keine Eier auf einem Substrat, sondern bilden Eiballen, die vom Männchen bewacht werden in der Höhle. Dann habe ich gesehen, hast du hier die sogenannten Designerfische auch noch mit rumschwimmen, oder? Nennt man das so? Die nennt man so, genau. Ja, letztendlich, also es gibt von, vor allen Dingen bei Amphiprion Ocellaris und Amphiprion Pergola, gibt sogenannte Farbmutationen oder auch Designerfische. Das ist ein von uns Menschen gemachter Fisch, der durch langjährige Selektion entstanden ist in vielen, vielen verschiedenen Farbvarianten. Mir sind die allerersten Designerfische bei einer Reise zu Team C nach London unter die Augen gekommen. Das war 2007. Damals bei Paul West, Team C, der hatte auch eine Zuchtstation. Das waren damals die Snowflakes. Die sind entstanden aus Importieren, die schon eine Farbmutation mitgebracht hatten. Und durch weitere Selektion sind die Tiere entstanden. Ich habe damals das Glück gehabt, ich konnte zwei Tiere erwerben. Und war auch ein großer Ansporn für mich, überhaupt mit der Meerwasserfischzucht zu beginnen. Heute gibt es unzählige Farbvarianten in allen möglichen Zeichnungen und Bezeichnungen vor allen Dingen. Letztendlich entstanden sind sie alle aus den beiden Wildformen. Bei dem Pergola der normale dunkle Fisch. Also ich sehe es jetzt gerade hier, da sind jetzt auch so welche dabei, die ja einen sehr, sehr hohen Weißanteil haben, ne? Genau. Also das sind die Elterntiere oder wie? Oder nicht? Nein, das sind nicht die Elterntiere. Okay. Also die Elterntiere von denen sind... Zum einen die zwei hier. Okay. Und zum anderen die Wildform, die wir hier haben. Ne? So sieht der ursprüngliche Amphiprion Pergola in der Natur aus. Die weißen drei Binden mit einer dunklen Pigmentierung zwischen den Binden und ja, ist die Ursprungsform. Und das hier ist schon eine Hochzuchtform, wo letztendlich über viele, viele Jahre auf die durch Selektion auf die Farbe gegangen wurde und das halt auch im Erdmaterial mittlerweile verankert ist. Okay, aber wenn die jetzt Junge kriegen, dann haben wir ja gesagt, das sind die hier vorne. Genau, da kommt ein Teil in ihre ursprünglichen Wildform heraus. Ne, der und normale ein ganz Fisch. Kleiner Teil in dieser und ein wirklich... kleiner Teil kommt heraus mit Tieren, die entsprechend den Elterntieren bezeichnet sind. Okay, krass. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie stark die Mutation in den Elterntieren schon verankert ist, verändert sich das Verhältnis. Also es gibt Zuchtpaare, da kommen etwa 75% Mutationen raus und 25% Wildform. Und es gibt halt auch Paare, wo nur ganz, ganz wenige Mutationen rauskommen und der größte Teil in Wildform. Okay, krass. Genau. Und die schwarzen Anemonenfische, das ist dann wieder eine andere Art. Wie gesagt, ich bin kompletter Meerwasser-Legastheniker, genau, sag mal. Das, was wir jetzt gerade sehen, das ist auch eine Hochzuchtform von einem schwarzen Ocellaris, nennt sich Storm, wo letztendlich alle Binden auf irgendeine Weise miteinander verschmolzen sind und die Grundfarbe des Fisches, das Schwarz, halt noch an den Stellen rauskommt, wo keine weißen Pigmente sind. Hier nebendran sehen wir den ursprünglichen Fisch. Also das ist eine natürliche schwarze Farbvariante des Amphiprion Ocellaris, kommt nur in einem sehr begrenzten Lebensraum und den Darwin-Inseln vor. Dadurch, dass dort ein starker Schutzmaßnahmen auch sind, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren keine Wildtiere mehr für die Zucht. Was die ganze Sache halt auch ein Stück weit erleichtert, um auf Mutationszuchten zu kommen, weil durch viele Generationen Inzucht einfach auch das Potenzial da ist, Farbfehler und auch andere Zeichnungsfehler halt zu generieren. Okay, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben hier noch, genau, das ist noch das Ursprungstier, das Männchen, was ich 2007 aus England mitgebracht habe. Echt, so alt sind die schon?
Ja. Wie alt können die überhaupt werden? Die Anemonenfische können in Gefangenschaft bis zu 20 Jahre alt werden. Echt? Oh, ja. Okay. Heftig. Und das ist dann sozusagen dein erstes richtiges Zuchtpaar gewesen, oder wie? Na, das Männchen. Das Weibchen, das habe ich nicht mehr, aber das Männchen, was da jetzt schwimmt, das ist mein allererstes Zuchttier oder Mutationstier, ja. Krass. Ja, cool, da haben wir jetzt schon. Ich wollte eigentlich nur ein Video drehen, aber es war jetzt schon so spannend hier mit dem Meerwasser. Ich glaube, wir machen Teil 2 zu Süßwasser noch, oder? Mhm. Und den seht ihr dann in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da sind alle Adressen von dir verlinkt. Mhm. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.